Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollte ich euch mal meine Top 10 Manga vorstellen, die ich in der ersten Jahreshälfte gelesen habe. Es war schon ein bisschen schwierig, aber ich glaube, ich bin relativ zufrieden damit. Es hat sich immer mal wieder alles verschoben, aber das sind so meine Top 10 Titel aus der ersten Jahreshälfte. Ich wollte vorher noch sagen, dass ich nicht jede Manga-Reihe davon durchgelesen habe, weil manche noch nicht fertig sind oder ja, weil ich halt noch nicht so weit bin. Deswegen gehe ich immer nur so weit von dem Stand halt einfach. Fangen wir direkt an mit einem meiner neuesten Reads. Und zwar Boys Run the Riot, ist relativ kurz, hat auch nur 4 Bände. Im Endeffekt geht es da um einen Jungen, der leider als Mädchen geboren worden ist und sich damit nicht so ganz identifizieren kann und deshalb halt immer so Jungsachen anzieht, sich halt auch immer sehr männlich benimmt, so immer so mit Typen eher so rumchillt und so und deshalb halt auch immer irgendwie blöd angeguckt wird. Er wird dann auch irgendwie schnell so als Schlampe und so beleidigt, bis er dann sehr schnell auf diesen Charakter trifft und mit ihm dann halt zusammen so ein Modemarkenlabel gründet. Und dann geht es quasi sehr viel um Identifikation, um Vorurteile und halt auch viel um Mode. Was ich gut finde, ist vor allem diese ganze Message, dass vor allem nicht so draufgedrückt wird. Also, dass man das so krampfhaft erzählen will. Es ist natürlich ein Teil, aber im Endeffekt geht es vielmehr um das große Ganze dahinter. Dass man halt einfach ja, so leben möchte, wie man halt eben leben möchte. Und es halt vor allem keine Vorurteile geben sollte. Vor allem das Ende fand ich irgendwie ein bisschen gerusht. Generell muss ich sagen, Boys Run the Riot fand ich am Anfang extrem heftig. Ist auch am Ende immer noch sehr gut, aber ist für mich immer so ein bisschen weiter runtergegangen, weil vor allem das Ende ein bisschen gerusht hat. Aber trotzdem mega krasse Empfehlung und halt 4 Bände, also kann man sehr schnell lesen. Dann auf Platz 9 ist Jagan. Wollte ich ja eigentlich immer eine Review zu machen, kam nie dazu. In Jagan geht es im Endeffekt um einen Polizisten, der sehr schnell immer genervt ist. Der hat so die Leute in seiner Umgebung irgendwie mega satt. Er will ja am liebsten eigentlich alle abknallen. Und in Jagan gibt es dann, glaube ich, Frösche, die sich immer so in Leute reinnisten. Und deren niedere Wünsche halt einfach so zu Fähigkeit machen. Und er kriegt halt quasi die Fähigkeit, aus seiner Hand so eine Waffe zu formen. Und muss halt, sag ich mal, die anderen bösen Leute halt besiegen. Ist auf jeden Fall sehr düster. Und das ist generell auch mein Problem mit Jagan. Ich fand am Anfang, war mir die Zeichnung irgendwie alle so ein bisschen zu ekelhaft. Ich fand auch den ersten Zeitplot mega eklig. Es geht halt sehr viel um Vergewaltigung und sowas. Den zweiten Zeitplot fand ich richtig heftig und da fand ich da gar noch viel, viel besser. Ist gerade erst bei Band 12, geht glaube ich bis 14, also ist fast durch. Jagan wird auf jeden Fall immer besser. Würde ich trotzdem nicht jedem empfehlen, einfach weil es sehr, sehr ekelhaft manchmal ist und sehr, sehr düster auch manchmal ist. Auf Platz 8 habe ich Yu-Gi-Oh! Habe ich schon eine Review zu gemacht, könnt ihr euch gerne angucken. Ja, immer noch die gleiche Meinung, am Anfang sehr schwierig, wird dann aber immer besser, vor allem wenn es mit dem ersten Arc anfängt. Ja. Mega gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Guckt euch einfach die Review an. Auf Platz 7 ist Neon Genesis Evangelion. Hat bisher nur 4 Bände, ist also quasi gerade bei der Hälfte. Es geht da um den Schüler Shinji, der halt in so einen Roboter steigen soll, in sogenannte Evas, um dann gegen die Engel zu kämpfen, die halt gerade die Erde bedrohen. Und es ist sehr viel Mystery. Und das ist generell das Problem an Neon Genesis, dass ich es sehr schwer einordnen kann, weil bis jetzt gibt es halt nur Mystery und langsam fängt es halt an, dass man ein bisschen so Klarheit bekommt. Es hat extrem gutes Paneling, mega gute Zeichnungen, wirklich. Also was Paneling, Zeichnung angeht, wie schnell man das durchlesen kann, Lesefluss, ist Neon Genesis wirklich eines der heftigsten in dieser ganzen Liste, wirklich. Es ist nur einfach auf Platz 7, weil diese Mystery noch nicht ganz aufgedeckt war. Und ich jetzt einfach nicht weiß, wie ich das jetzt bewerten soll, weil es kann natürlich extrem heftig werden oder halt nicht so gut werden. Deshalb einfach auf Platz 7, aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende des Jahres viel besser wird. Es wird, glaube ich, im November abgeschlossen, dann kommt der 7. Band. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, einfach weil ich glaube, dass es sehr zugänglich ist und jeder auch irgendwie so Roboter, Kämpfe und so mag. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwem von euch irgendwie nicht gefallen würde. Auf Platz 6 habe ich meinen jetzigen Read und zwar Hunter x Hunter. Hunter x Hunter ist echt irgendwie krass, weil ganz am Anfang, als ich gerade angefangen habe mit Hunter x Hunter, dachte ich mir so, ja, es kommt wahrscheinlich so auf die Liste, so 9. Und es hat sich so krass hochgearbeitet, dass jetzt sogar noch vor Neon Genesis ist und ich sogar am Überlegen war, ob ich es auf Platz 5 packe. In Hunter x Hunter geht es halt um Gon, der halt einfach seinen Vater wiederfinden möchte. Er will halt auch so ein bisschen seine Fußstapfen treten, er macht dann die Hunter-Prüfung mit und will dann einfach ein Hunter werden, um dann einfach seinen Vater Jin wieder zu treffen. Und gerät dann immer mal wieder so in andere Situationen. Was an Hunter x Hunter vor allem gut ist, sind diese ganzen Charaktere. Also Gon ist halt der Protagonist, aber vor allem Killua ist so ein krasses Scene-Stealer. Also sein Freund, der ist so nice for real. Ich glaube, jeder wird Killua so krass lieben. Ich finde, Gon und Killua passen auch mega gut zusammen. Die haben irgendwie so eine ganz krasse Verbindung, dass die irgendwie eigentlich ein bisschen verschieden sind, aber dann doch irgendwie zusammenpassen. Und die haben dadurch irgendwie eine ganz eigenartige
Symbiose, die aber mega gut funktioniert. Und ich finde es vor allem immer schön, wenn die so Kind sein können. Zum Beispiel jetzt gerade haben die irgendwie so irgendwelche Tiere analysiert und so und sind so übel hyped, irgendwie so Tiger zu entdecken. Finde ich mega geil. Ich bin gerade erst bei Band 18. Bei mir hat gerade erst Greed Island aufgehört und ich bin jetzt erst beim Chimera Ant Arc. Deshalb ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil viele sagen, Chimera Ant Arc ist halt der beste Arc. Bis jetzt finde ich es auf jeden Fall mega heftig. Vor allem die Abwechslung ist bei Hunter x Hunter mega krass. Also du hast einen Turnier-Arc, du hast Isekai, du hast irgendwelche Heist-Sachen. Also es ist so verschieden. Und vor allem die Antagonisten sind mega geil. Also Kolo ist übel geil, aber vor allem Hisoka. Hisoka ist mein favorite Character, wirklich. Er ist jetzt schon einer meiner Lieblingsantagonisten überhaupt. Er ist so nice, furry, wenn er kommt. Er ist einfach das Highlight jedes Mal. Ich liebe Hisoka. Warum Hunter x Hunter nur auf Platz 6 ist, ist einfach, weil man manchmal merkt, dass Togashi halt einfach immer mit seiner Krankheit zu kämpfen hat. Und dadurch halt einfach so Panels entstehen, die halt nicht so schön sind. Es ist manchmal einfach komplett weiß. Togashi erklärt sehr viel mit sehr viel Text, wo man ein bisschen erstmal, ja, klarkommen muss, um das überhaupt zu checken. Aber sonst ist Hunter x Hunter extrem gut und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es noch höher kommt. Auch extrem gutes Kampfsystem. Kann ich eigentlich auch wohl jedem empfehlen. Vor allem Leute, die schon mögen, ist extrem gut. Dann auf Platz 5 mein erster Urasawa-Read, und zwar Monster. Habe ich auch schon eine Review zu gemacht, habe ich immer noch die gleiche Meinung zu, könnt ihr euch gerne angucken. Ist immer noch mega gutes Werk und könnte bei vielen wahrscheinlich auch auf Platz 1 sein. Auf Platz 4 ist Goodbye Eri, der einzige One-Shot in dieser Liste. Und es ist ein bisschen schwierig, einen One-Shot irgendwie so in diese Liste mit einzuführen, einfach nur weil es ein Band ist und man das natürlich nicht so ganz vergleichen kann mit jetzt Hunter x Hunter, was jetzt mega lang ist. Ich muss aber sagen, Fujimoto schafft in einem Band das, was viele Mangaka nicht mal in 30 Bänden schaffen. Es geht im Endeffekt um einen Jungen, der zum Geburtstag ein Handy bekommt von seiner Mutter und die halt einfach filmen sollte bei ihren letzten Tagen, weil die Mutter jetzt irgendwie bald sterben sollte. Das war es eigentlich schon, also mehr kann man dazu gar nicht sagen. Es geht aber in so krasse Richtungen. Fujimoto spielt mit so vielen Metaebenen. Auch das Paneling ist extrem interessant, weil es alles aus dieser Smartphone-Sicht ist. Ich weiß nicht, ob es für jeden was ist. Vor allem das Ende ist dann auch sehr offen. Man muss sich so seinen eigenen Teil dazu beidenken. Aber ich glaube, wenn man Fujimoto mag, also sowas wie Chainsaw Man oder so, wird man das auf jeden Fall lieben. Zeichnung natürlich auch krass. Also das spricht wirklich sehr viel für Goodbye Eri, dass es als One-Shot hier auf Platz 4 ist. Unfassbar gut, wirklich. Dann auf Platz 3 ist Alice in Borderland. Sind zurzeit gerade auch nur 4 Bände draußen. Es geht halt einfach um den Schüler Ryohai, der mit seinen 2 Freunden in eine andere Welt halt einfach kommt. Quasi in so eine Art Tokio, aber irgendwie auch nicht, weil die müssen immer wieder solche Spiele spielen, um ihr Visum zu verlängern. Wenn sie das Visum nicht verlängern sollten, würden sie halt direkt sterben. Und das sind halt keine normalen Spiele. Je nachdem, wie schwer die Spiele sind, desto länger wird deren Visum. Und dann wird ganz viel mit Psychologie gespielt, mit sehr viel Charakterentwicklungen. Und ich habe auch schon oft Leute gesehen, die sich so unsicher waren, ob sie jetzt Alice in Borderland lesen sollten oder gucken sollen. Ich kann sagen, ich habe nur die erste Staffel von Alice in Borderland gesehen und das ist gar kein Vergleich. Also wirklich, ich finde, die Serie ist jetzt nicht schlecht oder so, aber der Manga ist halt 1000-mal besser. In der Serie hat man halt immer das Gefühl, es geht nur um diese Spiele, so ein bisschen so Squid Game-mäßig. Im Manga ist es viel mehr Charakterentwicklung. Natürlich sind die Spiele immer noch so ein Hauptbestandteil, aber es geht viel deeper darum, wie Charaktere da überhaupt mit umgehen, was Charaktere für Entscheidungen treffen, wie sie sich daraus entwickeln. Der Manga ist wirklich viel, viel besser, hat alles viel genauer erklärt. Ich kann euch auf jeden Fall den Manga empfehlen, das ist gar nicht in der gleichen Liga, also wirklich, das ist Universum voneinander entfernt. Auf Platz 2 ist mein zweiter Urasawa-Read, und zwar 20th Century Boys. Habe ich auch schon eine Review zu gemacht, könnt ihr euch auch angucken. Immer noch die gleiche Meinung, ich finde es halt besser als Monster einfach. Traut sich viel, viel mehr. Ich mag diese ganze Gruppe um Kenji einfach auch viel mehr. Friend ist ein extrem guter Antagonist. Guckt euch einfach die Review dazu an. Ja, ist halt Urasawa, ne? Bevor ich zu Platz 1 komme, wollte ich noch ein paar Honorable Mentions einfach bringen. Erstmal, ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft, was die ganze Zeit auf Platz 10 war, was dann aber abgelöst wurde durch Boys Run the Riot. Bin ich mir immer noch unsicher, hätte man vielleicht auch auf 10 packen können. Finde ich einfach eine mega wholesome Story, ist mega, ja, glatt einfach. Also, finde ich, es passt einfach so. Also, da hat man gar nichts auszusetzen, ist einfach eine schöne Geschichte. Es geht quasi um jemanden, der seine Lebensjahre verkauft und dann halt die letzten Tage mit jemandem zusammen noch verbringen muss. Ist eigentlich ganz schön, hat nur 3 Bände, ist eigentlich schnell abgeschlossen. Und dann noch Sakamoto Days. Sakamoto Days ist so das Ding, das wurde bei mir irgendwie immer besser. Am Anfang fand ich es irgendwie zu, ja, schwierig. Ich mag dieses Episodenmäßige gar nicht, außer bei Spy Family. Und Sakamoto Days hatte für mich am Anfang diesen Spy Family in eher ein bisschen schlechter Vibe. Aber ich finde, Sakamoto Days wurde eigentlich immer besser. Und ich bin auf jeden Fall hyped auf die neuen Bände.
ja, ich könnte mir eigentlich vorstellen, wenn ihr es bei Family mögt, dann mögt ihr das wahrscheinlich auch. Ist halt funny. Geht halt um einen Serienkiller, der halt kein Serienkiller mehr sein möchte. Also ist wahrscheinlich für jeden irgendwie was. Ich muss nur sagen, bei der ganzen Liste war ich mir so ein bisschen unsicher. Platz 1 war für mich aber safe einfach, und zwar Berserk. Ich muss sagen, der einzige Manga, wo ich irgendwie keine Review zu machen möchte, weil ich einfach nicht erklären kann, wie gut Berserk einfach ist. Es geht im Endeffekt um eine Rache-Story von Guts. Und mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Er will sich halt einfach rächen, und zwar an Griffith. Und Griffith ist in meinen Augen echt der beste Antagonist überhaupt, den ich jemals gesehen habe. Guts ist einer der besten Protagonisten, die ich jemals gesehen habe. Ich finde, der ganze Sidecast, diese ganze Gruppe um Guts ist mega heftig. Schielke, Serpico, Farnes, Puck, Isidro, das sind so nice Charakter, wirklich, ich liebe die alle. Und das spricht schon wirklich echt für Berserk, weil ich kann mir keine Namen merken, wirklich. Und dass ich mir diese ganzen Namen noch merken kann, obwohl ich Berserk Anfang des Jahres gelesen habe, das war eigentlich mein erster Read dieses Jahr, spricht eigentlich schon für sich. Unfassbar gute Zeichnung, Berserk ist eigentlich bei allem krass. Paneling krass, Zeichnungen krass, Charaktere krass, Story krass, Mystery krass, Worldbuilding krass. Also es ist eigentlich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, wirklich, es ist einfach perfekt, wirklich. Also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, ist in meinen Augen Must Read. Natürlich ist Berserk jetzt auch nicht komplett perfekt. Ich finde zum Beispiel der Fantasy Arc am Anfang ist ein bisschen schwierig. Ich finde auch der erste Arc ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, Leute tun sich da manchmal ein bisschen schwer, einfach weil die Zeichnungen noch ein bisschen komisch sind. Aber Miura wird halt immer besser. Und Miura ist halt auch wirklich absolute Goat, also wirklich Rest in Peace, ist echt schade, aber ich bin trotzdem froh, dass Berserk weiter fortgeführt wird. Kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Das war meine Top 10 Manga aus der ersten Jahreshälfte. Ich werde am Ende des Jahres dann nochmal eine Top 10 Liste mit dem besten Manga 2023 machen, wo wahrscheinlich ein paar Titel auf jeden Fall wiederkommen werden. Das wird dann ganz interessant zu sehen, wie sich das so alles verschoben hat. Was waren bisher eure Top Titel der ersten Jahreshälfte? Schreibt es in die Kommentare. Was ich noch sagen wollte, ich bin dieses Jahr noch auf der Dokumi. Ich weiß nicht genau, welche Tage. Ich glaube, Sonntag auf jeden Fall. Samstag muss ich gucken. Also Freitag nicht, aber Sonntag auf jeden Fall. Samstag muss ich gucken. Vielleicht seid ihr auch da. Man sieht sich da vielleicht. Keine Ahnung. Ciao.